tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Maxax vor. Maxax ist die Weiterentwicklung von Milza und Scharfax und hat wie diese einen Monodrachentyp, wodurch er eine Schwäche gegen Drache, Eis und Fee und eine Resistenz gegen Wasser, Feuer, Pflanze und Elektro hat. Ein Blick auf seine Statuswerte reicht aus, um zu sehen, was das kleine Kerlchen am liebsten macht. 147 Angriffsbasis ist richtig enorm für ein nicht legendäres und ein nicht Mega-Pokémon. Die restlichen Werte sind zwar nur durchschnittlich, aber dennoch gut genug für das, was er machen muss. Die EV verteilen wir voll in Angriff und Initiative, dazu ein hartes Besen, um den Angriff auf 432 zu maximieren. Von Maxax Fähigkeiten ist Überbrückung die nützlichste. Sie verhindert, dass gegnerische Fähigkeiten die Schadensberechnung beeinflussen. Als praktisches Beispiel, Pokémon mit Schwebe können trotzdem von Bodenattacken getroffen werden, Robustheit wird ignoriert und auch Fähigkeiten wie Speckschicht, Felskern oder Filter können ihre Wirkung nicht entfalten. Als Attacken nimmt man Doppelhieb, Erdbeben, Gifthieb und Drachentanz. Doppelhieb ist die Main-Step-Attacke und kann für dieses Set auch durch Drachenklaue ersetzt werden. Doppelhieb hat nur die nette Eigenschaft, auch Fokusgurte zu umgehen. Erdbeben ist Coverage gegen Stahl und Gifthieb ist Coverage gegen Fee. Drachentanz erhöht Angriff und Initiative um jeweils eine Stufe, womit Maxax auf 439 Initiative und 648 Angriff kommt. Ein Fokusgurt als Item verhindert, dass er von einem Schlag über die Bretter geschickt wird. Und das ist auch schon mehr oder weniger Maxax Spielweise. Man wirft ihn rein, boostet einen Drachentanz und nutzt die übrigen Attacken, um beim Gegner ordentlich aufzuräumen. Maxax größter Feind ist Panzer Aeron, da es gegen seine Step-Attacken Resistenz hat und gegen beide Coverage-Attacken eine Immunität hat. Versucht also Panzer Aeron sowie alle Pokémon wie Prio-Attacken können Feuer aus dem Weg zu räumen. Maxax hat keine Vorlieben, was seine Teamkollegen angeht. Maxax passt in ziemlich jedes Team, das noch einen starken physischen Setup-Sweeper braucht. Das war es jetzt auch schon von meinem Maxax und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.